Halt mal, da rennt er. Da, halt. Was, wo willst du hin? Ach, gehen wir jetzt zusammen irgendwo hin? Red mal mit mir. Wo wollen wir denn hin? Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wie immer, Gunshot, und wir spielen wieder eine Runde Batman Arkham Knight. Wurde auch mal wieder Zeit, nicht wahr? Ja, wir wollen uns weiter zum Uhrenturm auf den Weg machen. Ja, das letzte Mal habe ich mich ja hier gut mit den Leuten geprügelt. Achso, ich darf durch die Tür gehen diesmal. Vorhin war sie ja noch verschlossen. Ja, wenn meine Stimme sich wieder etwas anders anhört, ich hoffe es halt auch nicht. Ich benutze jetzt das Rode Podcaster, das Großmembranmikrofon, in der Hoffnung natürlich, dass die Qualität der Stimme noch besser wird, als sie vorher schon war. Und ich hoffe, es ist, ja, für euch auch erfreulich, weil für euch mache ich das ja. Nicht wahr? Da steht das Batmobil. Was ist er denn jetzt? Soll ich jetzt sterben oder was? Geh mir nicht auf den Sack. Wer schießt denn da überhaupt? Naja, wir machen uns einfach mal weiter auf den Weg. Nee, mit dem möchte ich gar nichts zu tun haben. Haben die denn alle für ein Problem? Er hat Angst vor uns, ich wusste es. Ziel ist verschwunden. Genau, und drauf und dann können wir ja da wieder rüber. Und jetzt dahin. Er wird die Stadt nicht mehr wiedererkennen, wenn wir fertig sind. Wir werden drüber. Du wirst ganz so sein, weil ich schon da bin. So, whoop. Dem Batman zu helfen, hat seinen Preis. Was, wie sie dank dieser Erinnerung ständig weiß? Okay, ich muss jetzt wieder das Ding aktivieren hier. Oh Mensch. Das ist Robin und Dingens. Kommentarlos wieder zurückstellen? Typ, Mensch. Identität bestätigt. Und wo ist die Atomzentrale online? Oh ja. Yeah. Ist ja kommentarlos heute, Batman. Was ist los? Und wo ist der Joker? Gut, dann rede halt nicht mit mir. Alfred, ruf die Aufnahmen vom Scanner des Batwings ab. Natürlich, Sir. Wie Sie sehen, hat der Batwing seine Runde über Founders Island beendet. Aber es gab keine Spur vom Cloudburst. Ich würde Sie natürlich informieren, wenn sich die Situation ändert. Aber, oh, einen Moment, Sir. Ich empfange gerade einen Notruf aus dem Filmstudio. Batman, ich hoffe, du kannst das hören. Das Filmstudio wird angegriffen. Robin hat Ärger. Hören Sie mir genau zu. Sie müssen diesen Raum versiegeln. Die Infizierten dürfen nicht raus. Natürlich. Was soll ich... Henry! Genug jetzt von dir! Sieh an, wer kommt denn da zu spät, um die Welt zu retten? Wie läuft's, Batbrain? Schon ein Weilchen her? Harley Quinn. Du erinnerst dich also? Wie schräg. Denn du hast das Einzige getötet, was ich je geliebt habe. Und jetzt erfahre ich, dass du eine ganze Generation neuer Joker für dich behalten hast. Ich weiß. Peinlich. Tu es nicht. Sie sind instabil. Oh, sie sind instabil? Vielleicht solltest du mal einen Blick in den Spiegel werfen. Alfred, ich muss zu den Filmstudios. Beeilen Sie sich bitte. Miss Quinn ist mental instabil. Robin könnte in großer Gefahr sein. Mental instabil. So. Ich hab doch gesagt, wir hätten diese zweitklassigen Kopien massakrieren sollen. Wehe, wenn sie Robin töten, Bats. Das war mein Plan.
mein Gott. Ja, nu? Okay, ich dachte, er hat noch was zu sagen. Schicke ich in einem Leichensack zurück nach Bloodhaven. Mich würde interessieren, ob ich diese Funksprüche ausstellen kann, ne? Die Straße ist blockiert. Dreh um! Ich weiß es nicht. Ich wette, ich kann das. Ich bin bloß wieder zu faul, das zu machen. Oh, es gibt wieder eine Ansage. Ich sagte dem Arkham Knight, dass er dich nach der heutigen Nacht füllen darf. Ich warne dich aber, dass deine Überreste nicht mehr melden. Oops. Glaubst du, sie hat Interesse? Okay, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, auch noch zu fighten. Ja, dann kommen, hier kriegt jeder eins auf die Mütze. Ja, er hat natürlich wieder eine Knarre. Und er auch. Bam. Los, komm, den letzten mit dem kleinen Messerchen. Du wirst gar nichts. Mit deiner komischen Fratzenbemalung kannst du maximal im Zirkus auftreten. So, ich muss hier rein. Passwort ist Pussycat. Öffnen. Stimmmusterfehler. Zugang verweigert. Pussycat, musst du sagen. Harley hat die Stimmerkennung geändert. Ich kann den Modulator, den ich vom Fahrer des Arkham Knight habe, anpassen, um ihre Stimme nachzuahmen. Was würde ich alles können? Kannst du nicht einen Modulator herstellen, um den ganzen hier, den Bösewichten, ein Ende zu bereiten? Stimmensynthesizer. Oh yeah, imitiert Sprachbefehle der Gegner, umgeht Sicherheitssysteme. Sieh an, wer zu spät kommt, um die Welt zu retten. Wie läuft's, Bad Brain? Schon ein Weilchen her. What? Das wird nichts. 61%. Sie hat mir zu spät kommt, um die Welt zu retten. Wie läuft's, Bad Brain? Schon ein Weilchen her. Sie hat mir zu spät kommt, um die Welt zu retten. Wie läuft's, Bad Brain? Schon ein Weilchen her. Sieh an, wer zu spät kommt, um die Welt zu retten. Das müsste ungefähr hin, oder? Ja. Ach, ich bin gut. Stimmkalibrierung abgeschlossen. Der Stimmensynthesizer kann Harleys Stimme imitieren. So kann ich die Tür öffnen. Mach auf! Es muss irgendwas passiert sein. Vielleicht ist der Funk hinüber. Wenn ich rausfinde, dass sie faul rumhängt, lasse ich Big Al ihnen ihre schrecklichen Gliedmaßen. Ach, die Scheiße. Der hat ja nicht mal eben bloß eine Gatling dabei. Was zum Teufel? Jemand hat sie alle ausgeschaltet. Oh, das war der dreckige Fledermaus-Loser. Holt den Hubschrauber sofort runter. Ich will noch mehr Männer auf dem Dach und Wachgeschütze am Eingang. Und denkt nicht einmal daran, nach unten zu kommen, solange er nicht tot ist. Habt ihr verstanden? Wo haben sie die Geschütze jetzt her? Ich muss das Dach sichern. Ich kann Harleys Leute mit dem Stimmensynthesizer manipulieren. Arme Harley. Verschwendet ihre Zeit mit diesen lieblosen Nachahmungen, wenn ich doch hier in dir bin. Mich verwirrt, wie sie deine streng geheime Betthöhle finden konnte, Betsy. Sie hat ja nicht mal ihr Spiegelbild im Spiegel gefunden, als ich noch lebte.
Sieht aus, als hätte sie etwas zurückgehalten. Überprüf die Waffenkiste. Okay. Das ist mir ein zu heftig, liebe Leute. Ich habe gedacht, der wäre einfacher tot zu kriegen, aber... Von den Toten. Nein, ich töte ja gar nicht. Er ist weg! Kann ich mich wieder irgendwie regenerieren, bitte? Worauf wartet ihr, Volltrottel, denn? Schießt ihm durchs Herz! Nein, vergesst es! Er hat gar keins! Wenn er eins hätte, wäre mein Pupi noch am Leben! Mein Pupi! Verschießt ihm seine hässliche Visage! Mein Pupi, sagt sie. So. Ich brauche... Okay? Der Fahrstuhl ist sauber! Hier ist nichts! Ruhe bewahren! Wir schaffen das! Ja, das soll ja nicht das Ding sein jetzt, ne? Aber mit dem... Ich gehe da jetzt eh drauf. Wo sind wir denn die Typen? Wir legen uns mit der Fledermaus an, wie in alten Zeiten. Der Joker wäre stolz. Oh, hast du Angst, B-Man? Das solltest du auch. Ich hab hier drei neue Joker, die dich alle tot sehen wollen. Von die Oma habe ich jetzt irgendwie... Wir schaffen das, Jungs. Für Harley. Ja, für Harley und ihre Joker. Er dürfte jetzt gleich da lang kommen. Da. Das gefällt mir gar nicht. Na komm, komm, komm. Seid ihr okay? Wenn es okay ist, Fledermausfutter zu sein. Mit. Zeig dich! So, ich muss jetzt alle geräuschlos ausschalten, weil ich beim kleinsten Nieser selber umfalle. Ich sehe mal nach. Sind zu viele. Da ist er! Diesmal kommt er nicht davon! Oh. Er kommt! Damit der Gatling! Da ist er! Diesmal kommt er nicht davon! Ich sehe nach dem Kerl, den Batman erwischt hat. Bastard setzt Rauch ein! Er ist hier lang! Wir können nichts für ihn tun, aber wir finden die Fehler. So, es geht, es klappt alles. Leute, ich bin aufgeregt. Das ist doch scheiße. Ich habe Licht haben, ich hab die fast alle tot. Oh Gott. Gute Idee. Die stehen jetzt auch immer alle zusammen rum. Da unten steht jetzt nur noch einer. Batman wollte wohl noch etwas bleiben. Ich hab was gesagt. Geht nicht mehr auf. Geht weiter. Da ist er.
Uiuiuiui. So, nochmal nach oben und gucken, was im... Ja, sie trennen sich wieder. Perfekt. Ein Glück, dass das Ding nicht explodiert ist. Wir können ihm nicht helfen. Ihn hat's erwischt. Passt besser auf. Schluss mit Verstecken. Und wieder Aussichtspunkt. Na, du sollst da oben bleiben, Mann. Stelle Wachgeschütze auf. Na, jetzt stehen da unten wieder vier. Warte mal, jetzt kann ich mit dem wieder greifen. Wir können nichts für ihn tun, aber wir finden die Fledermaus, die das war. Und bam. Oh Gott! Hab ihn gefunden! Hier drüben! Stell dir das bitte auf! So, warte mal, warte mal. Scheiße, Leute. Eine fucking Millisekunde, ey. Ups. Du bist tot. Warte. Heißt das, ich bin tot? Auf, Bruce. Steh auf. Den Spruch kannte ich leider schon. Manu. Aber diesmal wird es wahrscheinlich wieder einfacher. Weil ich nicht so blöd bin und ich mich mit allen gleichzeitig anlege. Oder bin ich's doch? Ich habe Harley seit Monaten nicht so glücklich gesehen. Vier neue Joker. Drei, mit dem alten stimmt was nicht, hat bei ihm nicht gehalten. Hm? Da unten stehen jetzt viele. Da steht jetzt einer. Wo ist denn der Rest? Er ist irgendwo da draußen. Ja, und macht sich ins Hemd. Wir werden uns an ihm für Joker rächen. Ich wollte gerade sagen, ist er auch ein Mitarbeiter von denen. Also sind die Jungs alle bei Harley geblieben. Gut für sie. Nun eigentlich nicht, aber schön, dass es noch Loyalität gibt. Okay. Von dem Aussichtspunkt hatte ich ja ganz gute Einsicht auf die Typen. Komm schon, Jungs. Harley foltert uns, wenn wir ihn nicht finden. Ja, und so richtig hat sie den Dreh noch nicht raus. Das ist der Gatling-Gun für sie. Tja, das hat nicht lange gedauert. Der nächste von euch Idioten, der versagt, wird Big Al's neuer Sandsack. Hä? Alles okay, Jungs? Seht ihr was? Nichts! Er auch nicht. Nada! Okay, sucht weiter. Er ist hier irgendwo. So, dich mache ich kaputt. Ist hier lang. Ich renne. Und weg. Ach Mann, jetzt bin ich wieder auf der Taste. Komm. Der mit der Gatling ist aber auch schnell. Man möchte meinen, dass er langsam ist. Du stehst hier immer noch rum, Typ. So, wo rennen denn die nächsten rum? Nein, nein. Er scheint jetzt allein zu sein. Nicht enttäuschen. Nicht wie den Joker. Bitte, Bats, töte einen. Nur einen. Verdammt noch! Sondern er kannte gar nicht weiter mit dem Kämpfen, oder was? B-Man, warum machst du das nur? Wir wollen doch nur
Los, hau ihn weg! Geht doch, alter Schwede. Mit dem Stimmen-Synthesizer kann ich die Wachen vom Aufzug wegschicken. Holly, krieg dich noch, Fledermaus! Sie will Blut und sie hat neue Freunde an ihrer Seite! Warte mal, das ist die falsche Richtung. Oder? Nee, doch nicht. Okay, Bats, du wusstest es wieder besser. Water und super Move drauf, wenn du unten ankommst im Ende. So, warte mal. Halt, Strim-Synthesizer. Der liegt jetzt auf der 10-0 Distanz ist Z. Wo hast du den denn liegen? 1, 2. Explosivkehl. Noch drei? Mir gehen wohl die Idioten aus. Hauptbombe und da. Das ist jetzt nicht das Richtige. Ich kann nicht. Da. Ich hab einen Quinn. Der Fahrstuhl ist sauber. Wo schick ich dich denn ganz hin? Bleibt ruhig, alles wird gut. Überprüf die Waffenkiste. Ihr habt den Boss gehört. Hä? Du, sieh dir das Fenster da drüben an. Geht klar. Hä? Ist hier noch was? Alles noch da. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Aus. Sieh sie dir an. Geht klar. Wenn ich den Synthesizer zu oft einsetze, schöpfen sie Verdacht. Du, sieh dir das Fenster da drüben an. Unterwegs. Bevor ich einen Befehl gebe, muss ich ein Ziel auswählen. Willst du mich verarschen? Oh Mann, ey. Das ist jetzt nicht der Ernst, ey. Jetzt ist der eine gleich wieder da und... Ach, leg mich doch mal. Ich hab hier drei Joker, ihr Idioten. Drei! Erinnert ihr euch noch daran, was ein gewisser Joker... Ich kann den Stimmen-Synthesizer nicht einsetzen, solange Harley redet. Nein? Dann kriegt ihr gleich eine dreifache Lektion. Check den Generator. Ich regel das. Ja, jetzt stehen die anderen beiden natürlich auch wieder da. Wann darf ich denn wieder? Hallo? Es reicht jetzt nämlich langsam. Ich muss hier irgendwann mal auch was wieder auswählen. Da. Check den Landeplatz. Geht klar. Komm schon. Komm schon. Lass, ich möchte irgendwo, dass du hinrennst. Komm. Jetzt kannst du was. Da. Überprüf die Waffenkiste. Bin dran. Nein. Ich möchte einmal die Logik verstehen. Egal. Ich bin ja wieder hier. Scheint okay zu sein. Nein. Meine Fresse, ey. So, den einen habe ich ausgeschaltet.
Ich muss ein Ziel auswählen, bevor ich einen Befehl gebe. Super. Ach so, ich muss jetzt die Typen töten. Lo, ich dachte, ich kann reicht, wenn ich die wegschicke. Mr. J hat mir eine ganze Liste mit Strafen für euch zurückgelassen, falls ihr versagt. Ich renne hier rum wie so ein Karnickel. Ja, komm, komm, komm. Schön die Treppen hochkommen, einer nach dem anderen. Hab euch ja jetzt. Die Schläger sind erledigt. Jetzt muss ich mir Harley vornehmen. Geht doch. Meine Güte, ey. Dass es mal so lange dauert. Jetzt geht's den Weg runter. Zu Harley. Was nun? Die Spinnenweben bewegen sich. Ist das gerade ein Soundbug? Ich höre die ganze Zeit sich immer noch irgendjemand hier rumregeln. Oh, hallo. Ach, damals. Du und ich und ein Trakt voller psychotischer Mörder. Ha! Hast dich noch nie so zu Hause gefühlt, was? Ach, komm schon. Du denkst, du bist anders, weil du noch nie jemanden umgebracht hast? Heilmeldung! Mich hast du getötet! Ich war dabei, weißt du? Du hast mein Heilmittel vor meinen Augen vernichtet! Ah, hast mich meinen letzten Lacher röcheln hören? Und dann, nachdem du mich getötet hast, sagtest du, du hättest geteilt. Du konntest dir meinen Triumph nicht eingestehen, nicht mal als Abschiedsgeschenk. Aber jetzt bin ich hier drin. Oh, wir beide kennen die Wahrheit. Du hast schon mal getötet und heute Nacht werde ich dich noch mal tun lassen. Das werden wir noch sehen, mein Freund. Aber mich interessiert, wo er getötet hat. Er meint er jetzt sich selbst wegen Joker oder was? Man weiß es nicht. Oh mein Gott. Hier kommt er. Jetzt geht ja schon wieder der Fight Club hier los, oder was? Mach auf! Identität bestätigt. Erledigt ihn, Männer! Erledigt ihn! Der hat Zeit gelassen. Du wurdest überwältigt. Ich hasse dich! Vergeig das nicht! Ich vergeig nie was. Was machen wir jetzt? Wir reißen dich in Stücke, Robin. Erledige ihn! Ich verfolgst du ihn nicht! Bam! Bist tot, Bad Freak! Bad Freak, immer gleich so beleidigend. Ey! Habt ihr das gesehen? Kisten schmeißen die. Kriegt jeder eins auf die Mütze. Dachte schon, du fragst nie. Boah, Batman. Robin ist echt schnell. Wirklich jetzt, oder? Habt ihr gesehen, wie der abging? So film mit seinem Stab da. Du. Weg von mir! Denkst du, ich hätte Angst vor dir, Robin? Die Infizierten, wo sind sie? Sie sind nicht infiziert. Es sind Joker. Harley hat sie. Und sie wird nicht eher gehen, bis du tot bist. Wie hat sie uns gefunden? Wie ist sie reingekommen? An deiner Stelle würde ich reden. Er ist nämlich nicht immer so gut gelaunt. Woher soll ich das wissen? Ich schätze, sie ist schlauer, als du denkst. Unwahrscheinlich. Oh, Schädelbaselbruch. Überprüfen wir den Badcomputer. Gute Idee. Du hast ihm immer noch nicht erzählt, was mit Barbara. Ich regle das ganze Gebäude ab. Niemand kommt hier raus, bis alle Infizierten gefasst sind. Barbara? War's richtig?
Scheiße. Sie ist einfach einmarschiert. Kein Alarm, keine Warnung. Irgendwas stimmt nicht mit der Spracherkennung. Vielleicht. Es gibt keine Anzeichen für einen Hack. Wenn Sie noch hier sind, wird die Gesichtserkennung Sie finden. Hab sie. Albert King ist im Wilden Westen. Sieht so aus, als wollte er sein Comeback vorbereiten. Sie haben Christina Bell zum Geisterhaus gebracht. Harley lässt sie von bewaffneten Schlägern bewachen. Charisma ist auf der Bühne. Keine Ahnung, was er dort plant. Jetzt darf ich die alle wieder einsammeln gehen? Wie Papi, oder was? Okay, wir wissen, wo sie sind. Jetzt müssen wir sie nur noch zurückbringen. Ganz einfach, oder? Gucken wir mal, ob das so einfach ist. Sagen wir mal, was Joker. Hören wir mal, was Joker sagt. Du, Harley, erkennt mich in deiner starren Totenmaske von Gesicht? Weil Mimik beherrschst du doch, oder? Henry, verriegeln Sie diese Tür und lassen Sie nur Robin oder mich durch. Sie und ihr Liebling sind nicht mehr zusammen, doch auf immer und ewig bewahrt sie die Flammen. Hey, Mensch, hier kommen Reime. Wie läuft's, Bad Brain? Schön hast du's hier. Meinem Joker hätte es sicher gefallen. So einen Ort hätte er auch gewählt. Wir werden auf jeden Fall erstmal... Wie kann ich hier lang? Stage A. Weißt du, wie es ist, Tag für Tag aufzuwachen? Und zu wissen, dass man nie wieder dieses schöne Gesicht sehen wird? Wie solltest du auch? Ich sag dir, es ist ziemlich emotional. Aber jetzt... Jetzt habe ich drei neue Joker. Jeder für sich perfekt. Vor allen anderen. Was hat Harley gemacht? Nichts. Ich. Hi, hi. Ich schließe dich auf, du Vogel, du. Danke. Machen wir jetzt. Hä? Ich hab der. Guck mal, ich drück doppeltes Team. Was ist denn jetzt? Jo, wir haben die Wand verprügelt. Aua. So, nu? Immer noch ein weiter Weg dahin. Wie viel muss ich denn hier noch verprügeln? Oh, schon wieder so ein Gatling-Putz hier. Lauf lieber weg. An mir kommst du nicht vorbei. Robin, warte hier, während ich hinter ihn gelange. Gemeinsam werden wir eher mit ihm fertig. Wann greife ich ein? Du wirst es wissen, wenn du es siehst. Zeig dich, Batman! Und ab geht's. Der war gut. Hast dir ganz schön Zeit gelassen. Ich wollte deine Selbstbeherrschung testen. Hab ich bestanden? Du brauchst Übung. Na los. Das ging noch schnell. Was meckert er denn? Kommen Sie, Lady. Wir müssen Sie in Sicherheit bringen. Ist das ein Scherz? Ich sitze in der ersten Reihe. Wenn ihr was passiert... Wird Harley euch umbringen? Ja, genau. Und wenn Batman sieht, wie ihr mich bedroht habt, macht er dich fertig? Und dich? Na, dich vielleicht nicht. Aber dich auf jeden Fall. Und dich. Ups. Tja, das gleicht die Lage aus. Egal. Wenn er mit euch Trotteln fertig ist,
haben ich und Bats diesen Ort nur für uns. Also raus mit euch, damit er euch zeigt, wie sehr er mich will. Oh mein Gott. Ja. Habt die Lady gehört? Los geht's. Mann, musste sie ihn töten? Das ist das Schlimmste, dieses elende Warten. Seid ihr Armleuchter bald fertig? Sie ist eingesperrt, heil und unversehrt. Das Mädchen ist mir sehr wichtig, deswegen werde ich kein Risiko eingehen. Macht euch mal klar, wer hier das Sagen hat. Wenn jetzt. Ich den Befehl gebe, wird er aufgeführt. Hoch jetzt. Angriff auf mein Kommando. Verstanden. Diese Idioten wollen uns trennen. Ich habe ihnen erklärt, auf welche Weisen du ihnen Schmerzen zufügen wirst, aber tja, ich glaube, sie sind Masochisten. Viel Spaß! Also, Jungs, nur weil der Flattermann euch alle zu einem sämigen Haufen Idiotenmuster hat, heißt das nicht, dass ihr nicht kämpfen sollt. Er soll von Blut überzogen sein, wenn er... Der hier ist für dich! Cool ist das denn? Jetzt kann ich die immer wechseln, ich brauche nicht mal... Oho, einen hat er schon. Zwei. Rausgeflogen in der allerersten Folge von Batman rettet Christina. Mit der Leistung wirst du aber kein Buchdeal landen. Das ist deine Chance. Da hinten, den sehe ja nicht mal ich... Schlimmer als Joker. Zumindest wollte ist er, dass das gewinnen. Ist Robin da? Jungs, tötet dieses nervige fünftes Rad am Wagen, Black. Wie cool ist das denn? Ich kann aber nicht immer die auswählen irgendwie. Robin, er liebt dich nicht. Lass uns in Ruhe, sonst schneide ich dir alle Gliedmaßen ab. Bist du wunderbar in ein Vogelkäfig passt. Was? Das gefällt mir schon besser. Ist alles okay? Absolut nicht okay. Wo sind die denn? Da hinten. Okay, okay. Ja, ist mir zu blöd, Alter. Das ist... Also eben ging's noch, aber jetzt... Keine Ahnung. Kann ich die nicht mehr rufen, oder was? Dann mach ich dich halt so platt, ne? Dauert ein bisschen länger. Aber... Es wird wenigstens erledigt. Ich muss da oben einen Aussichtspunkt finden, damit ich Robin bei seinem Angriff Deckung geben kann. Ach du, mit deinem Deckung geben. Ein fürchterlichen Boss, der seine Leute problemlos im Griff hat. So schade, dass ich im Team Best bin, was? Da, das Harley-Püppchen ist hier eingestiegen. Die hat das auch. Aber sie ist geboren an der Kalt. Das steht so. Na, der Nackenschlag da hinten, der hätte sich jetzt so. Hätte sich jetzt so den Kopf gestoßen. Hallo? Hier war ich gerade. Verschwinde. So, wo haben wir denn jetzt hier noch? Ein paar Typen. Da hinten. Und da hinten. Sind die noch da? Jo. Unser Gatling-Typen. Der rennt da unten rum. Beweg dich mal ein Stück. Was war das? Ich muss auch sehen, wenn der Typ... Oh nein, nicht noch mehr. Jetzt habe ich übersprungen. Ihr habt Harley gehört. Findet und tötet Batman. Habt ihr gerade das gesehen? Hörst du das, Batfreak? Wir kommen dich holen. Was ist denn das jetzt für ein Bug gewesen? Habt ihr das gesehen? Das verstehe ich jetzt nicht. This is mir a little bit too high. Die beiden dürfte ich ja locker ausschalten können da unten. Er macht uns einfach alles.
sind aber noch da. Er steht nicht. Halt die Fresse, Mann. Schon wieder einer weniger? Oh, Batman. Du tust immer so, als wäre ich dir egal, mein Süßer. Und kurz darauf wirkst, verprügelst und quälst du diese Idioten. Das Ding locker. Findet ihn. Ihr müsst euch mal kurz trennen, bitte. Zu zweit wird das, glaube ich, nämlich nicht. Oh, Bess, du bist gemein. Du erschreckst sie, du verletzt sie. Ich liebe es. Die hat doch einen Vollschaden. Seite der Fledermaus. Beim Joker konnte man sich wenigstens nicht sicher sein. Trennt ihr euch? Bitte? Ja, das ist sehr gut. Alter. Jetzt geht der mit hoch. Das wird scheißegal. Okay, ich muss eine erhöhte Position finden, um Batman Deckung zu geben, wenn er zuschlägt. Deckung geben. Betsy ist hier die ganze Zeit nur am Rumfliegen wie so ein blödes Stück. Ist ja nicht so, dass hier zwei Gatling-Typen warten. Hätte dich auch ruhig mal unterstützen können, aber nein. Oh, erschreckt der Typ mich, ne? Wo sind sie denn jetzt gerade? Ach, da hinten. Ja, natürlich, wieder zu zweit. Weg. Wo ist der nächste? Also Jungs, ich sollte wohl etwas dankbarer sein. Da. Klasse Rettungsaktion, wirklich. Außer, dass ich nicht gerettet werden wollte und die meisten von euch jetzt auf der Intensivstation liegen. Na los, komm, komm. Gegen noch schon viel schneller. Das waren alle. Perfekt. Zeit, Miss Bell zu holen. Für alle, die davon gekommen sind. Bravo. Und wo soll ich mir die herholen? Da. Ja, auf Robin, ich hoffe, du hast dir deine Wunden geleckt. Deine Aktion war ja gerade nicht so toll. Und los geht's. Noch zu. Der gehört mir. Du kleiner Wüterich! Alter Schwede. Ich glaube, sie hat mein halbes Gesicht zerkratzt. Autsch. Wie sieht es aus? Als wärst du zu langsam. Entschuldige bitte, ich habe da gerade nicht so drauf geachtet. Ich dachte, die attackiert den und dann macht's automatisch. Ja gut, dass du die trägst. Ich habe gerade alle Hände voll. Oh! Filme. Ich möchte mir was ansehen. Ich möchte mir was ansehen. Und zwar Resident Evil 22. Jetzt wird abgestorben. Oder die Todesqualen des Obstgarten-Joghurt. Keine Ahnung. Hier sind aber Filme. Und Robin ist weg. Wo ist er? Das ist ein Fall für die drei Fragezeichen, meine Damen und Herren. Oh, und ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei der Zeit. Da ich ja noch zwei andere Ziele zu erledigen habe, würde ich sagen, meine Freunde, machen wir hier mal einen Break. Und dann danke ich euch erstmal fürs Einschalten wieder.
Ich hoffe, das hat mit dem Mikro alles so gut geklappt und ich bin gut zu verstehen. Ansonsten ist die Sprachaufnahme jetzt wahrscheinlich eh für den Arsch. Ja, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Dann machen wir die restlichen Typen kalt. Naja, sagen wir eher, wir machen sie dingfest. Halt mal, da rennt er. Da, halt. Wo willst du hin? Ach, gehen wir jetzt zusammen irgendwo hin? Red mal mit mir. Wo wollen wir denn hin? Okay. Du weißt es selber nicht, wa? Aber ich gebe dir einen Tipp. Wir gehen mal Richtung Exit. So, liebe Freunde, während ich Robin den Ausgang zeige, verabschiede ich mich von euch und wünsche euch wie immer was. Euer Gunshot.